9,8%. Das ist die Arbeitslosenquote der Stadt Hannover. Besonders schwer haben es Langzeitarbeitslose. Sie haben oft mit noch weiteren Widerständen zu kämpfen. Fehlende soziale Bindung, geringes Selbstbewusstsein oder Suchterkrankungen sind Beispiele. Im Auftrag des Jobcenters der Region Hannover ist das Projektcenter entstanden. Es kümmert sich um Langzeitarbeitslose mit erheblichen Vermittlungshemmnissen. Vincent Reinke weiß mehr. Schweißtreibende, laute Arbeit. Die Tätigkeiten in den Werkstätten sehen so aus wie die Arbeiten in einem normalen Betrieb. Sie sind aber ein Teil des Projektcenters. Die FAA steht dabei im engen Kontakt mit dem Jobcenter. Hier werden etliche langzeitarbeitslose Menschen im Projektcenter betreut. Und es gibt, wenn es Probleme gibt, Rückkopplungen in die Jobcenter zu den persönlichen Ansprechpartnern und Ansprechpartnerinnen. Und es gibt eben auch, wenn es gut läuft, die entsprechenden Berichte über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Denn langfristiges Ziel ist ja Qualifizierung, Stabilisierung vor allen Dingen und das Zurückfinden in den Beruf. Die Stärken der Teilnehmer werden zunächst herausgearbeitet. In projektbezogenen Arbeiten werden diese Fähigkeiten weiter gestärkt. Vom Fundbüro der Stadt Hannover aufgesammelte Fahrräder werden repariert und Hilfsbedürftigen zur Verfügung gestellt. Die Werke der Holzwerkstatt werden auf einem Wochenmarkt in der List verkauft. Aber die Arbeit an sich ist natürlich nur ein Baustein. Wir haben neben der Tätigkeit, die die Teilnehmer täglich durchführen, eine hohe sozialpädagogische Betreuung, wo die Teilnehmer in ihren Lebenslagen unterstützt werden. Sei es bei Bewerbungstraining, sei es aber auch bei Ämtergängen oder sonstigen Problemlagen, die sie aufweisen, weil das maßgeblich dazu beiträgt, dass die Teilnehmer ihren Tagesablauf auch vernünftig durchhalten und bestreiten können und so die Stabilisierung eben auch stattfinden kann. Individualität. Darauf wird bei der Betreuung der Teilnehmer geachtet. Jeder hat seine eigene Vorgeschichte und möchte ernst genommen werden. Das Selbstwertgefühl der Person soll gestärkt werden, was anscheinend auch gelingt. Wenn man was hat, dann kann man ja auch mit den Sozialpädagogen reden und die hören auch einen zu. Es gibt also in jedem Beruf oder in jedem Zweig gibt es irgendwo einen Ansprechpartner, ob es jetzt psychologisch oder jetzt in der Anwendung, Computer, egal was. Es gibt immer irgendwo halt einen Ansprechpartner. Also das Rundum-Paket ist sehr gut. Trotz der großen Fortschritte der Teilnehmer. Die Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Diese Schwierigkeit stellt sich weiterhin. Nach spätestens 6 Monaten müssen die Teilnehmer das Projektcenter verlassen. Nicht jeder findet danach einen Arbeitsplatz. Es gibt schon Erfolge, das heißt, wir haben auch schon Teilnehmer erfolgreich in den ersten Arbeitsmarkt integrieren können. Aber bei einigen ist es natürlich ein sehr langwieriger Prozess, der eben auch langwierig begleitet werden muss. Und das ist Schritt für Schritt, den man dort gehen muss, um diese Integration dann auf den ersten Arbeitsmarkt zu erreichen. Aber ich denke, es ist der richtige Weg, da die Leute dort abgeholt werden sollten, wo sie eben auch stehen. Auch wenn die Teilnahmedauer nur kurz ist, die Chance auf einen richtigen Job nur gering. Das Projektcenter ist ein Anfang. Es hilft Langzeitarbeitslosen bei den ersten Schritten zurück in ein normales Leben.